Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grand Prix Manager, vom Retro Let's Play. Wir stehen jetzt kurz vor Brasilien und ich hatte eben mal geschaut. Leute, wir machen Gewinn. Schaut euch das mal an. Das habe ich in dem Spiel noch nie geschafft. Aber ich habe auch zwei Paydriver, vielleicht hilft das so ein bisschen. Wir machen tatsächlich aktuell Gewinn und zwar pro Rennen fast 1 Million. Und das ermöglicht uns natürlich so einige Sachen, wenn das so weitergeht, dass wir zum Beispiel einen Windkanal bauen können, dass wir eine Fertigungseinheit bauen können und uns die auch wirklich finanzieren können auch. Unsere Fahrer sind jetzt nicht so schlecht. Barrichello könnte man noch so ein bisschen aufbauen, ne? aber die werden sich auch noch so ein bisschen entwickeln. Was ich mir gedacht habe, ist, dass wir nach dem nächsten Rennen mal wieder ein bisschen testen werden, weil wir haben das Geld aktuell. Und ja. Dann würde ich sagen, ich hatte schon die Fahrzeug-Setups jetzt mal fertig gemacht für Interlagos. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal rein in das Rennen. Also ja, zum nächsten Rennen. Und wir machen jetzt mal kein freies Training. Ich gehe direkt in die Quali rein. Und ich werde hier mal so ein paar Leute mehr mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Auswirkung hat. Falls ihr das noch wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da würde mich mal interessieren. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, weil es das Spiel einfach auch schon so lange her ist. Womit ich mich dann wirklich mal intensiv richtig beschäftigt habe. Das ist jetzt eigentlich nur so ein bisschen just for fun. Und dann geht's los. Wir warten erstmal. Ist jetzt schon ein Auto draußen? Nein. Klar ist auf jeden Fall, dass jetzt hier bestimmt muss getestet werden. Da steht. Ich hoffe mal, dass wir einfach so einen Volltreffer haben, wie auch in Melbourne. Dass das wieder alles passt. Wenn nicht, werden wir es erfahren. So. Die Sachen habe ich jetzt mal noch nicht ausgetauscht, weil ich glaube, die halten noch ein Rennen durch. Brauchen wir jetzt kein Geld für ausgeben. Fahrhilfen müssen wir sowieso nicht erneuern. Die sind unzerstörbar. Lustigerweise. Übrigens bin ich jetzt nicht extra jetzt nach dem ersten Rennen durchgegangen. Wir sind jetzt aktuell Dritter in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Das ist so ziemlich das, wo wir auch letztes Jahr, glaube ich, standen. Halt. Wir fangen von oben an. So, ich schicke Frenzen wieder zuerst raus. Ah, das könnte sein, dass das nicht geklappt hat. Wer ist vorne? Ich glaube, wir. Ja, sehr gut. Hat alles geklappt, so soll das sein. Ich habe natürlich jetzt auch keine wirkliche Referenzzeit, weil ich das freie Training nicht gemacht habe. So, den sage ich jetzt beiden mal, die sollen richtig schön Gas geben.
Ja, der Williams klebt schon wieder an uns dran. Eins, 17-1. Schauen wir mal, was es wert ist. Nicht viel, wie es aussieht. 1,17,8, ja gut. Er ist schon mal nicht ganz so weit weg wie in Melbourne. So, beide holen wir jetzt wieder rein. Wie sieht's aus? Der Williams ist halt vorne, ne? Klar. Er hat auch Windschatten von uns schön gekriegt. Vielleicht habe ich ihn auch so ein bisschen blockiert, das kann auch sein. Das werden wir gleich alles sehen. Vor allem hier sind die McLaren. Mal sehen, wie die sich so schlagen werden. Colas ist auf jeden Fall langsamer. Aber ich glaube, bei Williams ist noch Luft nach oben. Wenn Colas schon fast an Hill dran ist. Und ich glaube, dann sind die McLaren noch mal ein bisschen schneller. Aber abwarten. Ein Ferrari ist auf jeden Fall ganz weit weg von der Musik. Ich hoffe ja mal, dass jetzt McLaren drüber kommt, der auch eine gezeitete Runde hat. Ja, und der war leider auch relativ schnell, aber noch nicht ganz so schnell wie Frentzen. Einmal schicke ich sie dann am Ende noch raus, um zu gucken. Obwohl, eigentlich könnte ich sie jetzt schon rausschicken gleich. Ja, was war Kultart? Auch nicht so schnell. Okay. So, beide kriegen noch mal neue Reifen. Und jetzt wieder den richtigen Punkt finden. Das wird lustig. Benson geht raus. Und Barrichello geht dann auch gleich raus. Gut, wenn wir mal hinter den McLaren sind, ich glaube, das ist jetzt kein Weltuntergang. Aber wir sind sogar vor dem McLaren. Das hat doch gepasst diesmal. Aber abwarten. Denn jetzt kommen gleich ja wieder alle aus den Boxen. Ich gebe dem McLaren jetzt aber keinen Windschatten, oder? Nee, gut. So, das ist schon mal gut gegangen. Und das auch. Sehr gut. Jetzt haut raus hier. Jetzt will ich Leistung sehen. Was? Oh. Glaube, das wird jetzt bei Barrichello genauso passieren. Und ist noch nicht mal schneller geworden, ne? Der Sack. Oh. Aber Barrichello ist schneller geworden. So, ihn jetzt auf jeden Fall Fuß vom Gas. Und das Auto bitte reintragen. Sehr gut, Barrichello ist nochmal vorgekommen. Hat nochmal die beiden McLaren hinter sich gelassen. Sehr, sehr gut. Ferrari hat sich tatsächlich nochmal verbessert. Ligier hier irgendwie nicht so stark. Ich hätte ja mal auf Setup gucken können, ne? Fällt mir gerade so ein. Alles in Ordnung, super, so will ich das. Schicke ich ihn noch mal raus? Nee, ich glaube nicht. Das ist in Ordnung so. Das geht in Ordnung. Ja Mensch, da haben wir doch wieder eine richtig gute Ausgangslage. Für
das Rennen geschaffen. Das sieht doch mal wieder richtig gut aus. Na komm, geh zu Ende. Jawohl, Platz 2 und Platz 4. Da können wir vielleicht im Rennen noch ein bisschen was reißen. Oh, einige nicht qualifiziert und einige und drei davon ja immer definitiv nicht. Und das ist Verstappen und die beiden, die es letztes Mal auch schon getroffen hat. Also Footwork nimmt gar nicht teil am Rennen. Okay. Und die beiden Minardi sind auch und die beiden und ein Forti ist auch nur noch dabei. Durch den Gnadengesuch. Ja, McLaren hier tatsächlich nicht so stark diesmal. Aber mal sehen, was die im Rennen wieder hinbrettern werden. So, das will ich auf jeden Fall nicht. Ich möchte keine Dreistop-Strategie. Außer es geht mal wirklich nicht anders. Deswegen gucken wir mal, wie wir das am besten aufteilen. So. Ich hole mal ganz kurz meinen Rechner raus. Hoho. Und zwar 23. und 23. und 36. Ups, 36. würde ich dann nehmen. Hä? 36, 46. Doof. Sehr wenig, okay. Dann brauche ich Gewalt. So, und dann mal schauen. Hier geht eigentlich einiges an Sprit rein. Ich würde das sogar ein bisschen anders machen. Die 25. und die 50. Und dann haben wir nämlich für den Rest des Rennens ein bisschen weniger Sprit. Ich überlege gerade, wie war es eigentlich besser, eher früher reinzukommen? Eigentlich war es eher besser, früher reinzukommen, weil dann hat man besseren Reifen, wenn die anderen reinkommen. Naja, obwohl, man verliert trotzdem. Ach, ich lasse das so. So, und hier machen wir die 24. und die 49. sollte aufgehen, oder? So. Dann kriegen sie neue Reifen. Das wird doch wohl alles halten, oder? Ich hoffe. Und dann geht es einmal los Richtung Rennen. Wir haben alles. Müssten wir. Denke schon. Habe ich jetzt bei Frenzen die Reifen aufgezogen, die neuen? Oh nein. Doch, alles gut. So, hier schauen wir mal, ne? Wir sind in der rechten Startreihe. Also die rechte Seite. Startreihe 1 und 2. So, jetzt haben wir's. So. Ja, würde ich sagen, packen wir das hier ungefähr hin. Da haben wir hier die Kurve zwar jetzt nicht, aber das ist, glaube ich, nicht so tragisch. Und dann 3, 2, 1, los geht's. Oh, wir haben den Start gewonnen. Wir sind auf 1 und 3. Richtig geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange können wir uns da vorne halten, ne?
Das ist natürlich ein richtig guter Start gewesen. Beide Fahrer haben einen Platz gewonnen und wir führen das Rennen an mit Frenzen. Aber wir kriegen schon ordentlich Druck. Wir kriegen schon ordentlich Druck. Was ist jetzt passiert? Achso, jemand kommt rein zum Strafabsitzen. Ja, also die Williams können auf jeden Fall schneller und ich glaube auch die McLaren. Da müssen wir echt nachbessern. Irgendwas kostet uns derbe Zeit. Könnte jetzt natürlich auch sagen, der Renault-Motor, der ist ein bisschen stärker als unser Motor, aber die McLaren funktionieren ja auch gut. Und die haben genau den gleichen Motor wie wir. Oh, Frenzen. Zaubert jetzt. Aber Hill ist halt nicht abzuschütteln. Boah, das ist echt bitter. Da hängen wir dahinter. Sind aber alle vorbei. Warum mache ich das jetzt? Panik. Aber wir halten uns immer noch tapfer vorne. Ich beschleunige das mal so ein bisschen. Oh, Kulter hat jetzt am schnellsten. Oh, das Kühlsystem, das leidet gerade ziemlich. So, aber sonst sieht alles gut aus. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen testen dann nach dem Rennen. Weil da kann man immer noch auch noch mal so ein bisschen Zeit gewinnen. Gerade dadurch, dass wir die verbesserte Lenkung ja haben. Da auf Neuerungen testen ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, toll, jetzt habe ich einen direkt vor die Nase gekriegt. Boah, der hält jetzt schön auf. Hier kommt dann die Box. In der 16. Runde, das kann ich nicht bringen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich gleich danach reinkomme, damit unten die Reifen halt nicht komplett hinüber sind. Wenn ich dann halt rausfahre und die kalt sind, dass das so ein bisschen sich noch die Waage hält, aber das kann ich nicht bringen. Dann mache ich eine 3-Stop-Strategie und da habe ich keinen Bock drauf. So, Berger, unser Ex-Fahrer kommt zum Stop. Auch Johnny Herbert kommt rein. Alan Tuero. Oh, was ich gerade sehe, ist, dass die Reifen ziemlich hinüber sind. Zumindest bei Frenzen. Und der muss noch einiges an Runden durchstehen. Ich glaube, den Stop ziehe ich vor. In der 22. und in der 47. Da müsste ich immer noch hinkommen. Ich muss jetzt mal rechnen. 67. Da komme ich immer noch hin. Mit dem vollen Tank dann am Ende. Weil das ist mir ein bisschen zu risky hier. Ja, dessen Reifen sind echt hinüber.
Barrichello geht's immer noch, aber auch Barrichello wird dann irgendwann schwächer, die Reifen. Collard kommt jetzt rein. Coulthard kommt rein. Irvine kommt rein. Jetzt kommen sie alle rein hier. Boah, und Frentzen verliert natürlich jetzt massiv Zeit wegen seinen Reifen, ne? Der ist richtig langsam, glaube ich. Das ist natürlich nicht geil. Oh, oh. Der muss rein. Der braucht unbedingt neue Reifen. Da kommt doch auch schon der Flitzebogen. So. 26 soll ich auftanken. Ja, mehr, viel mehr kriege ich auch nicht rein. 11 Sekunden, Alter. Die muss ich echt trainieren. Und Toero ist draußen. So, wo kam Frentzen wieder raus? Vor Coulthard und vor dem Williams. Aber leider, leider werde ich jetzt gefressen werden, weil meine Reifen total kalt sind. Spätestens auf Start-Zielgeraden gehen die alle vorbei. Ja, ich habe schon eine Position verloren auf jeden Fall. Und glaube ich auch gleich schon die zweite. Oh, okay. Müssen wir mal uns angucken. Es ist halt sehr viel Zeit, die man verliert dadurch. So, Barrichello kommt jetzt gleich auch rein. Wo ist Barrichello eigentlich? Ach, da. Ne, da oben war er. Okay. So, der kriegt jetzt auch 26 Runden rein. Wobei das halt für die Reifen schon echt fast zu viel ist, ne? Ja, Frentzen ist jetzt wirklich... Genauso wie Barrichello, werden jetzt zurückfallen ohne Ende. Panis ist draußen. Ja, sonst muss ich vielleicht im Notfall doch mal vielleicht umdenken, dass wir doch 3 Stops fahren. Weil wenn die Reifen kalt sind und die anderen so stoppen, dann ist das echt nicht cool. So, Barrichello ist jetzt auf Platz 2 geblieben. Zieht den ganzen Trupp hinter sich her. Frentzen hat sehr viel Zeit verloren halt. Und Mika Häkkinen führt. Was ist denn eigentlich mit Hill passiert? Wo ist Hill? Ist er draußen? Moment. Das möchte ich nicht. Wo kann ich denn das Klassement einfach mal einsehen? Das ganz normale Klassement. Hill ist 7. glaube ich. Ja. Der hat auch ganz schön Zeit verloren, muss ich sagen. Ja, Frentzen hat halt auch viel Zeit, glaube ich, verloren, wo seine Reifen komplett noch kaputt waren. Jetzt Reifen sind schon wieder fast. Also die sind ja Reifenfresser ohne Ende. Die Reifen sind jetzt nicht so geil, ne? Ich werde das mal wieder so ein bisschen beschleunigen. Dafür könnte ich eigentlich mal das Freitraining nutzen, um zu gucken, wie lange wirklich der Reifen durchhält.
damit ich hier keine böse Überraschung erlebe, weil hier, glaube ich, hätte eine 3-Stop-Strategie mehr Sinn gemacht. Oh, Mika Häkkinen verliert jetzt aber Zeit. Jetzt nicht mehr. Kann sein, dass er da irgendwie eine Überrundung hatte oder so. Ja, jetzt holt er die Zeit wohl raus. Hey, Frenzens Reifen, ne? Die sind auch schon wieder bald im Eimer, aber ich glaube, der kommt bis zur 47. hin. Hat. Die fahren jetzt alle wieder an die Box. Die sind dann richtig schön schnell wieder. Ich muss mal überlegen. Mal schauen. Jetzt mach doch mal Pause, ey. Ich habe dreimal jetzt drauf geklickt, ne? Jetzt reicht's aber. So. In den Tank gehen maximal, glaube ich, 27 Runden rein. Da kann ich jetzt noch nicht mit reinkommen, weil dann komme ich nämlich nicht hin. Dann bin ich nicht wieder in der 70. Runde. Ja, es ist eigentlich egal, wie ich es mache. Ich habe die kalten Reifen, während die anderen komplett warm sind. Und das ist ziemlich scheiße. Ich hätte hier eine 3-Stop fahren sollen. Definitiv. Mit den Reifen hätte ich echt eine 3-Stop-Strategie fahren sollen. Häkkinen kommt jetzt in die Box, Villeneuve kommt in die Box. Schumacher kommt in die Box. Barrichello führt wieder. Was heißt wieder? Wir führen wieder. Vorhin hat Frenzen geführt. Benzin wird knapp, was? Ja gut, du kommst ja jetzt rein. Aber die Reifen sind auch schon wieder komplett im Eimer bei Frenzen. Es sollte sich aber gerade so ausgehen, also. Boah. Ja, es ist nicht leicht, ne? Ja, ich glaube, Barrichellos Reifen brechen jetzt ein. Aber der kommt ja eh jetzt. So, wie überlebt Frenzen? Frenzen ist hier. Nein, das ist Barrichello. Das wusste ich natürlich. Frenzen ist hier oben. Und der Williams ist hinter mir, der McLaren ist hinter mir und der Ferrari ist hinter mir. Und ich glaube, ich werde alle Plätze verlieren. Weil ich leider kalte Reifen habe. Oder sie erholen sich jetzt schon so langsam ein bisschen. Das würde dann natürlich ganz gut sein. Ja, scheinbar geht es jetzt schon wieder. Zweiter und Vierter, damit könnte ich leben. Ganz im Ernst. Wenn ich das so nach Hause fahre. Wenn ich das so nach Hause fahre. Denn ich habe immer die Sorge um die Reifen. Weil die hätte ich tatsächlich, ich hätte hier den 3-Stop-Strategie auf jeden Fall fahren müssen. Das ist leider die Wahrheit.
Kann Häkkinen nicht mal ausscheiden? Mensch. Ich hätte jetzt gelacht, wenn das passiert wäre. Echt. Ach je. Wie sieht's eigentlich aus? Ich wollte jetzt auch mal schauen. Kolar ist draußen. Gut, das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil das war nämlich ein ordentlicher. Oh je, jetzt gehen die Massenausfälle los. Also, Irvine ist draußen, Kolar ist draußen. Das heißt, Frenzen hat auf jeden Fall jetzt auch Kultart wieder direkt im Nacken. Da war mir Kolar vielleicht sogar noch lieber. Also die Ausscheidungen quasi, die Ausgeschiedenen haben uns jetzt nicht wirklich viel weitergeholfen. Was ich aber mal schauen wollte, sind die Boxenstops. Wir sind mit Abstand am schlechtesten. Wir sind wirklich schlecht. Das sind, glaube ich, so die drei Stopper. Ey, aber wir müssen echt an unseren Boxenstops arbeiten. Leute, das ist ja ganz schlecht. Auch wenn wir die Karre leer voll tanken, trotzdem kann das doch besser aussehen. Und was haben wir hier? Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Damit sollten wir auf jeden Fall das Rennen beenden können. Sprache und gleich kommt die Einblendung. Jetzt müsste Hill wieder auf der 6 sein. Für Williams allerdings auch echt ein schlechtes Rennen, ne? Ich meine, die standen auf 1 und 3. Frenzen kommt näher an Schumacher. Coulthard ist einen guten Abstand weg. Aber am Ende werden bestimmt meine Reifen auch einbrechen. Ich hoffe, dass ich da meine Position halten kann. Es kann natürlich sein. Ich weiß gar nicht, Schumacher, war der zweimal in der Box oder einmal? Nein, wo konnte ich denn die Zeiten sehen von allen? Ich finde das schon noch raus. So, gucken wir mal bei Schumacher rein. Der war einmal in der Box, zweimal in der Box. Es könnte sein, die 46. Runde, damit kommt er doch nicht hin, oder? Doch, damit könnte er hinkommen. Da war ich auch, glaube ich, in der Box. Ich war in der 51. Runde und in der 48. Und bei mir wären die schon knapp, die werden nochmal alle reinkommen müssen. Während ich durchfahren kann. Das heißt, es könnte sogar noch ein bisschen was nach vorne gehen. Ich werde die mal vielleicht so ein bisschen auf Haushalten schicken, oder? Na, ich lasse es mal lieber. Vielleicht so ein bisschen. Ob das was bringt, ist auch die nächste Frage, ne? Aber Schumacher wird auf jeden Fall noch mal reinkommen müssen, um neue Reifen zu holen. Außer die haben besseren Verschleiß als wir. Oh. Obwohl, das brauche ich eigentlich gar nicht. Die kommen gut durch. Ah, könnten doch zu Ende fahren. Scheiße. Verdammt. Aber Platz 2 und 4. Das ist okay. Das ist definitiv okay. Benzin wird knapp. Na, das ist egal. Das ist letzte Runde. Ach, kein Scheiß. So. Barrichello Zweiter. Das ist sehr schön. Da haben wir wieder ordentlich gepunktet. Der Ferrari ist tatsächlich mal ein bisschen weiter vorne. Platz 2 und Platz 4. Das sind gute Punkte. Vor allem, weil
Williams ganz schlecht gepunktet hat und McLaren auch nicht voll gepunktet hat. Das heißt, wir könnten in der Tabelle ein bisschen klettern. Das wäre natürlich schön. Es sind eigentlich alles ausgeschieden. Auch wieder nicht so viele, ne? Da gab es echt Rennen, wo mehr los war. Wir beenden wieder das Rennen komplett und scheiden nicht aus. So, das nächste Rennen ist in Argentinien. Ich werde euch jetzt aber nochmal mitnehmen. Und zwar zum Testen ein bisschen. Guck mal auf unsere Finanzen. Oh. Oh. Holla, das sieht aber schön aus. Schön sieht das aus. Gucken wir mal in die Nachrichten. Benetton verliert Lenkungstechnologie, was soll das? Ich muss gleich bei den anderen einbrechen, dann muss ich gleich gucken. Geht ja gar nicht. Was war jetzt mit Barrichello? Das habe ich jetzt übersprungen. Erster Sieg für Rubens Barrichello, knapp verpasst. Aber das wird noch. Ich rieche es. Wir gucken mal in die Zwischenstände rein. Konstrukteursmeisterschaft. Sind wir jetzt auf den zweiten Platz gegangen? Für die Fahrerpaarung, die wir jetzt haben, ist das super. Also ich hätte wirklich damit gerechnet, dass wir Dritter, Vierter vielleicht werden. Natürlich will ich auch irgendwann mal Konstrukteursmeister werden. Das wäre schon echt nice. Und Rubens Barrichello hat Heinz-Harald Frentzen überholt. Mika Häkkinen fährt wieder Wilde, ey. Ich glaube, ich sollte mal bei McLaren einbrechen. Einfach mal, um zu gucken. Vielleicht sogar. Ich sollte vielleicht mal schauen, was wir überhaupt brauchen. Bremssystem, aber das, glaube ich, entwickeln wir ja gerade, ne? Motorsteuerung. Kühlsystem. Ja, das sind alles so Sachen, die man mal gucken könnte. Ach, ich komme da einfach nicht rein. So, probieren wir mal Williams. Auch nicht. Okay, dann gucken wir mal bei Ligier. Ferrari lohnt sich, glaube ich, nicht. Ah, guck mal. Ah, Wageninneres. Ist die jetzt besser? Ja, die ist besser als unsere. Und die Schaltung ist besser. Ich glaube, ich nehme aber die Motorsteuerung. Ach, verdammt. Mist. Ja, ist doch gut. Wer zu dumm ist, dem bestraft das Leben. So, kann ich nochmal? Schade. Den Test machen wir dann in der nächsten Folge. Weil die Folge sonst einfach ein bisschen zu lang wird, glaube ich. Und ihr wollt ja auch nicht das stundenlange Gelabere von mir an einen Sonntag hören. Ewig. In die Ewigkeit. Deswegen bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis zum nächsten Mal.